In diesem Video würde ich euch gerne eine extrem profitable Fiverr-Flipping-Strategie vorstellen, mit der ihr mit dem Flippen von Webseiten Geld verdienen könnt. Und tatsächlich hat diese Strategie schon einer von meinen Coaching-Teilnehmern angewendet und hatte mit 1000 Euro in 12 Stunden und fünfstellig bereits nach 4 Tagen verdient. Übrigens, dieses Interview ist immer noch live hier auf diesem Kanal. Das heißt, falls ihr wollt, könnt ihr es jederzeit euch anschauen und könnt wirklich sehen, wie er das gemacht hat. Nämlich, es soll heute hier in diesem Video rund ums Thema IT bzw. Webseiten-Flipping gehen. Ich denke, ich muss keinem von euch sagen, dass Webseiten in der Regel recht teuer sind. Wir sprechen hier oftmals von Projekten, die gerne mal 1000 oder 2000, wenn nicht sogar 5 oder 10.000 Euro kosten. Und da natürlich zu flippen, können die sich sehr lohnen. Was genau meine ich mit Flipping? Also grundsätzlich erstmal, das gesamte Service-Flipping-Konzept ist gar nicht mal so kompliziert. Wir haben grundsätzlich erstmal einen Kunden und dieser Kunde sagt sich, ich brauche eine Webseite. Wo geht der Kunde hin? Der Kunde geht zum Beispiel online auf Fiverr oder der Kunde sucht einfach mal auf Google nach einem Unternehmen, das für ihn die Webseite erstellen kann. Und wir sind dieses Unternehmen. Das heißt, wir bieten an, für andere Leute Websites zu erstellen und nehmen dafür Betrag X. Und der Kunde zahlt uns jetzt diesen Betrag X. Hier habe ich es mal mit 100 Euro gemacht. Und der Kunde gibt uns also nur 100 Euro und wir machen Folgendes, nämlich wir nehmen einfach diesen Auftrag und geben den weiter an jemand anders. Und das ist dann zum Beispiel hier ein Freelancer. Dieser Freelancer für diese Rechnung hier würde vielleicht 30 Euro nehmen und dementsprechend hatten wir 100 Euro Eingang, 30 Euro Ausgaben und unser Gewinn läge bei 70 Euro. Und bei Webprojekten ist das Ganze auch definitiv machbar. Zum Beispiel ein ganz, ganz kleiner One-Pager oder sowas kostet gut und gerne mal einen Tausender. Ein Freelancer würde uns das sicherlich machen für 300 Euro und wir können zum Beispiel in diesem Fall hier einen Gewinn erwirtschaften von 700 Euro. Übrigens, das sind alle Strategien, die ich auch in meiner Service Flipping Masterclass zeige. Ein Link zum Kurs befindet sich in der Videobeschreibung drin. Aber Achtung, in der nächsten Zeit werde ich jetzt auch diese 0 Euro Testphase abschaffen. Das heißt, falls ihr jetzt nochmal nutzen wollt, dann schaut gerne in die Videobeschreibung rein. Weitere Informationen zur Flipping Masterclass kriegt ihr noch am Ende von diesem Video. Jetzt ist also die Frage, wie können wir tatsächlich diese Flipping-Strategie nutzen, um richtig gutes Geld verdienen zu können. Wir müssen zuallererst mal uns Folgendes als Frage stellen, nämlich woher bekommen wir die Kunden? Die Kunden bekommen wir von Fiverr. Und ich denke, viele von euch werden sicherlich sagen, aber als neuer Seller auf Fiverr, das ist ja so gut wie unmöglich, Kunden zu bekommen. Ich möchte euch gleich eine Strategie verraten, wie ihr sehr schnell an Kunden über Fiverr kommen könnt. Und dann ist natürlich noch die zweite Frage die folgende, nämlich woher kriegen wir einen guten Freelancer? Weil wenn es unser Angebot ist, zum Beispiel Websites umzusetzen oder One-Pager umzusetzen oder Online-Shops umzusetzen, dann brauchen wir natürlich eine Person, die kompetent genug ist, genau das durchführen zu können. Diese Person kriegen wir von der Freelancing-Plattform onlinejobs.ph. Onlinejobs.ph ist eine philippinische Plattform, wo ihr richtig gute Freelancer für ganz, ganz kleines Geld bekommt. Ich suche einfach mal hier zum Beispiel nach dem Begriff Webdeveloper, klicke hier auf Search und dann sehe ich natürlich alle möglichen Freelancer, die ihre Dienstleistungen hier anbieten. Und zum Beispiel hier sehen wir, diese Person will gerade mal für Fulltime im Monat arbeiten, 739 Dollar. Oder wenn ich weiter nach unten scrolle, sehen wir auch hier einige Leute, die arbeiten Fulltime als Webdeveloper für euch für gerade mal 369 Dollar pro Monat. Wir sprechen jetzt hier nicht über irgendwie einen einmaligen Job, für den die Person 369 Dollar haben möchte, sondern für wirklich 40 Stunden die Woche, also 160 Stunden im Monat, insgesamt 369 Dollar. Das heißt, wir sprechen ungefähr von Ausgaben von 2,50 Euro oder 2,50 Dollar nur pro Stunde. Und ihr könnt euch also vorstellen, wenn man jetzt hier so ein Projekt sich mal anschaut und ein Kunde zahlt uns vielleicht 1000 Euro für einen kleinen One-Pager und unser Freelancer arbeitet vielleicht 2 ganze Tage dran, dann sprechen wir hier von vielleicht Ausgaben. Sagen wir, die Person arbeitet ungefähr 8 Stunden pro Tag, 2,50 Euro pro Stunde, haben wir dementsprechend also Ausgaben von 20 Dollar pro Tag. Heißt, wir haben 40 Dollar an Ausgaben, kriegen aber 1000 Euro rein. Das heißt, unser Gewinn läge bei 96%, das wäre unsere Marge, also in diesem Falle 960 Euro Gewinn auf einen 1000 Euro Auftrag. Und genau sowas geht halt einfach mit dieser Plattform hier, onlinejobs.ph. Das heißt, hierüber stellen wir einen Freelancer an und anschließend dann müssen wir uns natürlich noch richtig auf Fiverr positionieren. Wie macht man das? Also wir müssen zuallererst mal hier auf die rechte obere Seite gehen und klicken jetzt hier auf Switch to Selling drauf. Sobald wir es getan haben, können wir dann direkt in unser Seller Dashboard reingehen und hier klicken wir dann auf My Business und anschließend dann auf Gigs. Sobald wir das getan haben, können wir dann hier unser Angebot erstellen. Dazu klicken wir hier rechts auf Create a New Gig. Und wenn wir das tun, werden wir jetzt zu diesem Part weitergeleitet. Hier können wir jetzt den Gig-Titel eingeben, zum Beispiel sowas wie I will develop high quality Website, High Quality Website, und dann darunter kann ich jetzt hier die Kategorie eingeben. Zum Beispiel in meinem Falle wäre das jetzt sicherlich IT, das heißt, ich würde dann hier runtergehen auf, sagen wir mal, Programming und Tech, könnte also hier draufklicken, anschließend dann geht man hier auf Website Development und schon hat man die Kategorie eingestellt. Dann haben wir hier unten den Service Type, was genau bieten wir an, zum Beispiel WordPress, das wäre natürlich eine Dienstleistung, die man kurz erfragen muss bei dem eigentlichen Freelancer, das heißt, kann der überhaupt WordPress-Seiten bauen, aber davon gehe ich in der Regel aus. Und dann geht man hier runter, gibt noch die Tags ein, klickt dann auf Save and Continue und dann muss man nur noch die Preise festlegen, muss eine Beschreibung
Beschreibung hinzufügen und muss dann noch sagen, was der Kunde einem schicken soll, damit man überhaupt erst loslegen kann mit der Arbeit. Und ihr müsst noch ein paar Fotos hochladen, die einfach eure Dienstleistungen beschreiben. Und sicherlich fragen sich jetzt viele von euch, woher kriege ich denn Samples? Nämlich, wenn eine Person auf Fiverr, sagen wir mal, nach Webdeveloper sucht, dann sieht man hier ja sehr oft irgendwelche Samples. Das heißt, Screenshots bzw. Fotos von Websites, die die Person bereits erstellt hat. Holt euch solche Fotos einfach von eurem Freelancer. Ich zum Beispiel bin immer ganz transparent mit meinem Freelancer und sage, hey, ich flippe hier. Das heißt, ich habe ein Business, wo ich einfach nur Kunden an dich weiterleite und du kannst einfach das berechnen, was auch immer du berechnen würdest. Und ich, wie gesagt, liefere die regelmäßig Kunden und der Freelancer weiß dementsprechend also auch, dass ich gar nicht diese Dienstleistung bei ihm in Auftrag gebe, sondern dass das eigentlich mein Endkunde ist, der die Dienstleistung bei der Person beim Webdeveloper hier in Auftrag gibt. Und dann ist jetzt natürlich noch die Frage, wie kriegt ihr Kunden rein? Weil das Ganze ist hier erstmal ja, ganz simpel. Das heißt, man hat auf der einen Seite den Kunden, man hat dann das Angebot, man hat den Freelancer und die Angebotsstruktur und den Freelancer haben wir eigentlich jetzt. Bloß, woher kommt der Kunde? Fiverr ist ein ziemlich kompetitiver Marktplatz und dementsprechend ist es relativ schwer, hier noch gutes Geld verdienen zu können. Ihr könnt aber Folgendes machen. Es gibt eigentlich in jedem Bereich immer die New Categories. Zum Beispiel Website Development ist derzeit eine New Category oder Website Management oder Maintenance ist auch wieder eine New Category oder hier AI Applications, DevOps und Cloud, Data Science und AI. Data Engineering. Wenn ihr in diesen Bereichen IT-Dienstleistungen anbietet, dann habt ihr wenig Konkurrenz und könnt erstmal schon mal mehr Geld verdienen als in anderen Kategorien. Dann das nächste, was ich machen würde, wäre Folgendes, nämlich bei Fiverr gibt es die sogenannten Fiverr Seller Levels. Und hier könnt ihr Folgendes machen. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass ihr ein ganz normaler New Seller seid. Ihr werdet also nur deklariert als Seller. Wenn ihr aber dann zumindest 10 Orders bekommen habt und ihr habt mindestens $400 verdient, werdet ihr automatisiert hochgestuft auf das Seller Level Nummer 1. Was könnt ihr also machen? Sucht euch Freunde, Bekannte, wie noch immer, die einfach bei euch 10-mal eine Dienstleistung buchen für jeweils mindestens $40, sodass ihr halt insgesamt $400 an Revenue habt und dann werdet ihr automatisiert hochgestuft und wenn ihr natürlich das hier in einer sehr schnellen Zeit hinbekommt, dann werdet ihr sehr schnell hochgestuft und kriegt dann also von Fiverr in der Regel auch so einen ziemlich starken Push, weil Fiverr merkt, hey, ihr seid ein Seller, der halt richtig, richtig Gas gibt und der schnell viele neue Aufträge reinbekommen hat. Zu was führt das? Ihr werdet dann einfach mehr Leuten vorgeschlagen direkt hier auf der Plattform, seid oftmals sogar auch auf der Homepage drauf, beziehungsweise direkt ganz oben in eurer Kategorie, weil hier sieht man es ja auch, wir haben hier einige Seller mit zum Beispiel gerade mal 32 Bewertungen oder 7 Bewertungen und die werden komischerweise dennoch ganz nach oben getan. Warum? Weil sie halt innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viele Aufträge bekommen haben. Und ihr habt höchstwahrscheinlich ja auch dann viele, viele 5-Sterne-Bewertungen, weil ja eure Freunde, Bekannte, Familie oder wer auch immer bei euch tatsächlich diese Orders, die haben ja euch die Orders gegeben und ich gehe davon aus, dass sie nett zu euch sind und dementsprechend also auch viele 5-Sterne-Bewertungen dalassen. Genau, und dann könnt ihr, wie gesagt, nur Folgendes machen. Ihr könnt weitere Gigs erstellen. Nämlich grundsätzlich als Seller ist es halt so, dass ihr insgesamt 10 aktive Gigs erstellen könnt. Ihr könnt diese Strategien hier durchführen für jeden von diesen Gigs. Könnt also schnell viele Bewertungen sammeln und euch damit in diesen jeweiligen Nischen positionieren und kriegt dann automatisiert, also organisch, durch Fiverr Kunden. Und das sind, wie gesagt, alle Strategien, die ich hier in dieser Service Living Masterclass zeige. Übrigens, mein Coaching-Teilnehmer von damals, Ralf, hat das Ganze damals über seine eigene Webseite gemacht. Ich gehe davon aus, dass er auch auf den großen Freelancing-Marktplätzen gearbeitet hat, aber natürlich der nächste Schritt wird dann darin bestehen, auch wirklich seine eigene Webseite aufzubauen und über die eigene Webseite Kunden zu akquirieren und über die eigene Webseite dementsprechend also auch zu flippen. Das war damals die Methode, die er halt angewendet hat, aber ihr könnt die Methode auch selbstverständlich anwenden auf Freelancing-Plattformen. Genau, und solche Methoden und viele, viele weitere befinden sich auch in meiner Service Flipping Masterclass drin. Ein Link zur Service Flipping Masterclass ist in der Videobeschreibung drin. Übrigens, hier auch mal ein paar Informationen zu Jens, nämlich Jens ist auch einer von meinen Coaching-Teilnehmern, verdient derzeit über 20.000 Euro im Monat mit Übersetzungsflipping und ihr könnt das auf jeden Fall auch. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, IT-Flipping ist nicht ganz sowas für mich, keine Sorge, in dem Kurs zeige ich euch Dutzende von unterschiedlichen Nischen und vor allen Dingen sind es insgesamt über 60 HD-Videos, sind wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitungen, das heißt mit allen Skripten, ihr habt auch haufenweise Excel-Tabellen drin, um euch zu organisieren. Ich zeige euch wirklich alles, was ihr wissen müsst, um die Strategien umsetzen zu können. Mir ging es also wirklich darum, euch nicht nur einfach irgendeine Anleitung zu geben, sondern wirklich Schritt-für-Schritt das Ganze zu machen, wo ich sage, klick hier, mach das. Das ist wie gesagt alles im Kurs drin. Ihr kriegt von mir auch VIP-Support, ihr kriegt also eine ganz spezielle E-Mail-Adresse innerhalb vom Kurs, an die ihr euch wenden könnt und dann kriegt ihr super, super schnelle Antworten. Vor allen Dingen auch kriegt ihr Zugriff zu allen von meinen Freelancern, mit denen ich über letzten Jahre zusammengearbeitet habe, weil lasst mich euch sagen, es ist echt schwer, zuverlässige und gute Freelancer
zu finden. Das heißt, ihr kriegt direkt da von mir auch Unterstützung und erhaltet einfach meine Freelancer. Ihr kriegt Zugriff zur Community und vor allen Dingen auch alle Updates sind lebenslang drin. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas ändere oder neue Kapitel hinzufüge und neue Videos hinzufüge, müsst ihr für die Kapitel und die Videos nicht mehr zahlen. Es ist alles direkt dabei und es gibt halt jetzt diese 0-Euro-Testphase, die ihr nutzen könnt und das Ganze funktioniert wie folgt. Nämlich, ihr könnt euch hier nochmal über alles informieren, direkt bei CopeCard. Und ich lade das Ganze mal neu, nämlich die Checkout-Seite sollte eigentlich wie folgt aussehen. Ihr habt dann praktisch also hier die Möglichkeit, einfach für 0 Euro zu starten. Und wenn ihr dann hier also zu CopeCard geht, könnt ihr euch alles nochmal schön durchlesen, seht also ganz genau, was ihr bekommt. Und wenn ihr also diese 0 Euro Testphase startet, die geht einfach 24 Stunden lang. Und ihr könnt, wie gesagt, diese Testphase auch jederzeit kündigen. Und anschließend dann, nach den 24 Stunden, wird halt eine Einmalzahlung gemacht oder ihr könnt einfach die Ratenzahlung nehmen, nämlich 4 Zahlungen. Die erste Rate ist gerade mal 1 Euro, dann in 4 Tagen nochmal 66 Euro und dann noch zweimal 66 Euro. Also wirklich hier auch kein Risiko dabei. Das heißt, in den ersten 24 Stunden komplett kostenlose Testphase und dann, wie gesagt, automatisiert einer von diesen beiden Zahlungsplänen. Das könnt ihr auswählen. Genau, und das war es dann tatsächlich auch schon heute hier für dieses Video. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zur Service Flipping Masterclass. In diesem Kurs lernt ihr wirklich alles rund ums Thema Flipping und wie ihr eins der unterbewertetsten, aber gleichzeitig profitabelsten Geschäftsmodelle nutzen könnt, um ein wirklich erfolgreiches Business aufzubauen. Deswegen guckt dort gerne mal rein. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.